Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable in dem wunderschönen temporären Geburtstagsoutfit. Und es gibt jetzt Breaking News zum Geburtstagsoutfit. Ich wurde ja immer wieder gefragt, so hey, macht das jetzt überhaupt Sinn, das Outfit zu holen? Wird das entfernt und so weiter? Und da hat jetzt Star Stable sich dazu geäußert. Und was haben sie eigentlich gesagt? Also zuerst mal haben sie gesagt, das Outfit, wir hatten ja unterschiedliche Varianten durchgespielt. Es gab ja die Variante, das Outfit wird entfernt, wieder, es verschwindet bei uns auch. Oder das Outfit bleibt so, wie es jetzt ist, drinnen und es kommt nur ein neues Outfit oder es wird halt angepasst. Und was davon ist es geworden? Es ist die letzte Variante geworden. Star Stable hat jetzt gesagt, ihr könnt es euch alle ruhig kaufen. Keiner wird dafür gebannt werden. Und alle, die das Outfit haben, bevor das richtige Outfit da ist, werden das einfach angepasst bekommen. Also es wird mit einem der nächsten Updates, wo Star Stable das reguläre Outfit reinpackt, wird das Outfit bei all denen, die sich's gekauft haben, angepasst werden auf das Outfit, das es werden wird. Also ihr könnt es euch alle, wenn ihr mögt, jetzt schon vorab kaufen. Was natürlich ganz cool ist, das heißt, ihr habt dadurch einfach deutlich mehr Zeit für das Outfit. Denn normalerweise hat man ja, wenn jetzt Star Stable das Update rausbringt, 2 Wochen Zeit, es zu kaufen. Und jetzt habt ihr halt deutlich mehr Zeit, weil bis so Ende September ist ja schon noch einiges hin. Das heißt, wir haben jetzt anstelle von 2 Wochen haben wir jetzt wahrscheinlich so 6 Wochen Zeit, um das Outfit zu sammeln. Also alle, die es jetzt noch nicht haben. Und das ist schon recht ordentlich viel mehr Zeit. Also da kann man jetzt richtig gut das Ganze eben, weil es auch sehr teuer ist. Also wenn man mal zusammenfasst, waren das ungefähr 96.000 Schillinge, die man für das Outfit benötigt hat. Also kann ich da schon mal sagen, wenn ihr vorhabt, euch das Outfit zu holen, spart dann lieber schon mal oder fangt jetzt schon damit an, Geld zu verdienen. Aber wie wird denn das Outfit so ungefähr aussehen? Ich habe jetzt mal auf dem Thumbnail so ein bisschen rumgewürfelt. Ich habe die Outfits auch, Teile auch dabei, weil ich so gucken wollte, was ist so ein ähnlicher Stil, wie könnte das grob aussehen. Also erstmal können wir ja ganz klar sagen, dass es eine dreiviertel lange Hose ist und so Sportschuhe in der Art, wenn man von den letzten Outfits her ausgeht, die Star Stable reingepackt hatte. Fürs Geburtstagsoutfit, dann waren das meistens auch so Jogger-Sachen. Und nach dem Rennen zeige ich euch gleich mal, was ich da noch rausgesucht hatte, was es schon mal in der Art gab. Was ich vermute, was es vielleicht auch bei Star Stable selber werden wird. Und das gucken wir uns gleich mal an. So. Denn es gibt ja da zumindest vom Schnitt her schon so ähnliche Sachen. Also was könnte das eigentlich dann werden an Outfits? Wir gucken uns das mal ganz kurz an hier. Wenn wir da mal so von unserem Ross absteigen, gehen wir jetzt mal nicht von den Pferdesachen her aus. Aber da hatte ich gedacht, so, okay, guck mal, das hier sieht doch ziemlich ähnlich aus. Das war auch so dieser Special 10.000er Pulli. Dieser Star Stable ist das beste Spiel der Welt, der 10 Millionen war das ja, ups. Wenn man die ganzen Nullen sieht. So in der Art könnte es im Endeffekt auch werden, von der Optik her. Vom Helm her ist es ein bisschen schwierig, da was zu finden, aber guck mal, das hier geht so ein bisschen in diese Richtung, wenn man sagt, es sieht halt aus, als würde es einen Helm dazu geben. Dreiviertel lange Hose wird es wahrscheinlich auch so eine, das hier halt im Jogging-Look geben. Und von den Schuhen her werden es dann halt so ein bisschen Schuhe in dieser Art werden. Wenn ihr euch das mal anschaut, wenn das wirklich so dieser Stil bleibt, dann werden das so in der Art die Schuhe werden. Und klar, Handschuhe sind halt eher immer einheitlich. Also es sieht halt so ein bisschen aus, als würde das so in einer Art ein Outfit geben. Bin ich noch ein bisschen gespannt, wenn das wirklich genauso werden wird. Finde ich es ein bisschen eine komische Kombination, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich bin auch nicht immer so Fan von diesen Schuhen mit einer dreiviertel langen Hose. Das ist definitiv nicht mein Favorite. Aber ja, muss man gucken, wie das übrigens wird dann. Da ich übrigens einige Fragen schon so ein bisschen voraussehe, gestern kam kein Stream, weil ja, ich momentan so ein bisschen flach liege. Also versuche mich so ein bisschen auszukurieren.
Und ich habe so ein bisschen Magen-Darm-mäßig was gerade. Deswegen bei der Aufnahme jetzt gerade geht es mir jetzt schon wieder ein bisschen besser. Wird es wahrscheinlich heute auch einen Stream dazu noch generell geben. Je nachdem, wie es mir geht. Ich bin gleich dann auch nochmal ein bisschen Tee, Wärmflasche-Stuff machen. Aber ich kann hier auf jeden Fall dazu sagen, das sieht stark danach aus, als würde es in diese Richtung gehen. Und wir werden so eine Art 10-Jahres-Jogger-Special-Outfit bekommen. Passend sogar so ein bisschen, wie, so, ich glaube sogar ein bisschen ähnlich wie das, was ich da euch jetzt gezeigt habe, das 10-Millionen-mäßige, weil da ist ja auch eine 10 drauf, ne? Also ich denke mal, dass es sowas in der Art werden wird. Genau können wir es jetzt aber noch nicht sagen, aber es sieht schwer danach aus. Und das Pad sehen wir ja schon. Das Pferd wissen wir auch schon. Damit können wir übrigens auch bestätigen, dass das Outfit sehr wahrscheinlich eigentlich hundertprozentig kaufbar werden wird. Weil Starship ganz klar sagt, ey, ihr könnt es euch jetzt ruhig kaufen, ob ihr es jetzt kauft oder später ist egal. Und damit mit dem Post, den sie dazu so ein bisschen im Privaten geschickt haben, ist es recht sicher, weil man dann doch sagen kann, okay, sonst hätte Starship selber dazu gesagt, ja, kauft es euch nicht, ihr kriegt es ja dann umsonst, so in der Art. Weil das ist schon nochmal eine ganz andere Aussage. Deswegen kann ich euch jetzt eigentlich sehr sicher sagen, ihr werdet es zu 100%, sagen wir mal 99% kaufen müssen. Es kostet zusammen 96.000 Schillinge. Wo ihr das genau kaufen könnt, zeige ich euch alles direkt nach dem Rennen gleich noch. Aber das können wir auf jeden Fall schon mal so sagen. Und damit denke ich auch, dass es recht safe ist, dass die Katze eben auch dann kaufbar werden wird. Also nicht umsonst reinkommt, so wirkt es von der Art her nicht, von der Aussage her. Aber damit könnt ihr auf jeden Fall da, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, nochmal ein bisschen warten bei der Katze. Aber mit dem Outfit seid ihr jetzt auf der sicheren Seite, wenn ihr euch das jetzt holt und könnt sicher sein, dass ihr dann das Geburtstagsoutfit, so wie es werden wird, bekommen werdet. So, wir gucken uns das gleich auch mal an, können aber jetzt schon direkt mal so das Outfit so ein bisschen zeigen. Von den Stats her ist es ein Agi-Set, also es hat an manchen Stellen keine Disziplin dafür Agilität. Das sieht man besonders gerade bei den Sachen hier, es hat keine Disziplin, sondern Agilität drauf. Wo könnt ihr das Ganze kaufen? Das könnt ihr hier bei Mel kaufen, wo es auch die letzten Mal die Geburtstagshüte und sowas gab, nämlich hier rechts, das Mel. Da könnt ihr das Ganze kaufen vom Set her. Und hier habt ihr dann eben auch nochmal, wenn ihr mögt, die Katze oder auch die anderen Geburtstagssachen drin. Und generell kann man vom Set her sagen, also es ist recht teuer. Ich kann jetzt euch gerade nicht mehr zeigen, wie viel es aktuell gekostet hat, aber alles zusammen, also Pferd und Reiter, sind 96.000 Schillinge gewesen. Und das Haustier nochmal 350. Alles kann man auch für Starcoins kaufen, aber das sind verdammt viele. Das sind pro Item um die 100 bis sogar noch mehr. Also, wenn ihr alles zusammenkauft, hättet ihr dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naja, kostet das so viel wie so ein Pferd. So wahrscheinlich 900 Starcoins wird das Ganze kosten. Plus das Pet nochmal 350. Also würde ich alles zusammen so mit 1200 Starcoins rechnen. Also es ist schon recht teuer. Und ich würde euch empfehlen, spart euch dann lieber das Ganze und holt es euch für Schillinge, so gut ihr könnt. Macht ein bisschen Archäologie und sowas in der Art. Dann sage ich aber danke fürs Zuschauen. Eure Meinung natürlich dazu wie immer in die Kommentare. Freut ihr euch auf das Geburtstagsset? Werdet ihr es euch holen? Und dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. If we could see